Heute mal wieder am Stand. Ich war schon lange nicht mehr hier. Was heißt lang? Ich glaube 2 Wochen oder 3 Wochen. Lag ja mal so ein Haufen Schnee hier. Und heute haben wir so richtiges Schietwetter, hätte ich gesagt. Tröpfelst meine Klamotten. Tja, ich will mal gucken. Hab auch mein Feuchte-Dings dabei. Mal sehen, ob es feuchter geworden ist oder trockener. Aber bei dem Wetter, naja, gucken wir mal. Ich sehe gerade hier beim Einsager, sind sie fleißig am Fliegen. Also ein paar zumindest. Sogar bei leichtem Regen. Hier sind wieder so Käfer. Die sind immer unterm Deckel, wo es schön warm ist. Überwintern die. Ich habe hier mal meine Seitenteile mitgebracht für die Topferholz. Die will ich schon mal hier lagern. So, und dann habe ich noch so Stopfen für die Löcher, wo ich jetzt Holzstopfen oder Dübel drin habe. Habe ich mir so welche Dinge so gedruckt. Die würde ich mal ausprobieren, ob die passen. Da sind noch mehr von denen. Ich habe doch hier meine Bedampfungslöcher. Da habe ich jetzt immer so ein Dübel oder wie sagt man, so ein Spreizdübel oder so ein Holzdübel reingemacht. Und jetzt habe ich mir hier so Stopfen gedruckt und die kommen jetzt da rein. Passen tun sie schon mal. Ein bisschen locker. Aber das verkippen die schon. Und einen Blick auf die Windel werfe ich natürlich auch. Hier. Und hier. Hier auch. Und hier. Und hier auch. So, jetzt habe ich nochmal genauer angeguckt. Außer viele Milben sieht man hier noch ein Wachsblättchen. Hat wohl eine Biene verloren. In der Mitte. So, jetzt gucken wir uns nochmal den Totenfall an hier. Ich habe hier noch so einen hohen Boden mit Klappe hinten. Das. Liegt ein bisschen was drin. Das ist ein geschlossener Boden. Deswegen auch hier schon Schimmel. Und Feuchtigkeit. Aber das putzen die weg. Im Sommer sieht der wieder wie geleckt aus. So, jetzt habe ich das Messgerät darin gesteckt wieder. Und hier hatten wir letztes Mal 18,1. Und was schätzt du denn? Ich habe schon mal gedrückt, ich weiß es. 24,5 im Bootraum, in der Bootraumzahl. Und dazu im Vergleich oben der Leerraum 21,3. Hier haben wir 17,1, letztes Mal 16,4 und die Leere. Und gucken hier, da sind die Löcher. Ja. 14,9. Also die Brutsagen sind definitiv feuchter vom Holz her. Also stelle ich da mal jetzt so einen Zusammenhang fest. Mit besetzt und unbesetzt. Hier können wir auch noch mal gucken. Letztes Mal 18,5.
Heute 19:01 und unbesetzt. 17:01. Also, ich stelle mal die steile These auf, das hängt mit den Bienen zusammen. Dieses Jahr habe ich mir auch vorgenommen, mehr Notizen zu machen. Da habe ich mir hier so ein Blatt Papier einlaminiert mit verschiedenen Sachen. Ich weiß nicht, ob sie relevant sind oder die werden hier und da, wird das wahrscheinlich nur einmal genutzt werden. So kann man besser lesen. Ja. Rückseite natürlich auch. Kann ich dann mit so einem Outdoor-Marker, habe ich mal geguckt, dann wieder entfernen, hoffentlich. Weil ich habe die in matt bestellt hier. Da soll man sogar mit einem Bleistift drauf schrauben können, schreiben können. Jetzt habe ich den Einsager nochmal gemessen und hier haben wir ein Phänomen, was sich vielleicht dadurch erklären lässt. Das Flugloch ist auf der linken Seite. Befindet sich wahrscheinlich die Brut, wenn sie überhaupt Brut haben. Ich denke mal schon, dass sie ein bisschen Brut haben. Haben wir hier auf der linken Seite, ich sage jetzt mal wärmere Seite, 23,3%. Ich habe es auch 20,9. Mehreren Stellen hier gemessen, 19,4. Also hier ist definitiv trockener, sage ich mal. Wie, Achtung, jetzt kommt die andere Seite. Und ihr werdet staunen. 33. Ich habe sogar fast. Und ich habe hier ein paar Mal gemessen. 39. Wahrscheinlich je höher ist ja die kritische, der die Ecken immer. 37. Dass ich da das Wasser, dass die kalte Außenseite, sage ich jetzt mal, weil sie da hinten auf der linken Seite sitzen. Und hier schlägt sich das Wasser, Kondenswasser, keine Ahnung, schlägt sich auf der Seite nieder. Hier ist ein Dach drüber, also so bewittert wird das nicht. Da kommt die meiste Feuchtigkeit von innen. So, das war's dann auch schon für heute. Ich werde mir jetzt noch die eine Waage, also das Waagegestell hier greifen, weil ich bin am Umbauen von den Wegezellenhalter. Wer es mitgekriegt hat, im Community-Tab, da bringe ich ein bisschen was über 3D-Druck für die Imkerei. Und wer den Community-Tab nicht sehen kann, der hat noch nicht abonniert. Also Daumen hoch, abonnieren und gucken. Und nichts verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.